kein Besuch wie jeder andere. Der Außenminister reist nach Libyen in ein Krisengebiet. Im Moment schweigen dort die Waffen. Der Konflikt ist festgefahren und militärisch kann keine Seite den Kampf gewinnen. Auch nicht die international anerkannte Regierung in Tripolis, deren Repräsentanten der Außenminister heute trifft. Es sei ruhig in Libyen, aber diese Ruhe sei trügerisch, so Maas. Wenn die Souveränität und die Einheit Libyens gewahrt werden soll, dann bedarf es einer politischen Lösung. Dazu werden mit allen Beteiligten, auch den internationalen Partnern und Unterstützern, den Teilnehmern des Berlin-Prozesses zurzeit intensiv Gespräche darüber geführt, wie können diese diplomatischen Lösungen aussehen. Zuletzt hatte Maas im Januar auch General Haftar in Benghazi besucht, den starken Mann der anderen Seite. Haftar hat mächtige Unterstützer, etwa die Vereinigten Arabischen Emirate. Ein Waffenstillstand, Voraussetzung für einen politischen Prozess, ist derzeit nicht in Sicht. Es ist gerade auch nicht zu schaffen, dass das UN-Waffenembargo durchgesetzt wird, so Libyens Außenminister. Es werden weiter Söldner, Waffen und Munition für Haftar über die See, die Luft und den Landweg nach Libyen geschmuggelt. Heute Nacht landet Maas in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei den Haftar-Unterstützern. Ihm stehen schwierige Gespräche bevor.